Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tralauer Holz. Ja, wir sind bereits in Folge 56 und ich glaube, ich muss noch ein paar Sachen reparieren. Ich habe den, wie ihr hier auf der Karte seht, den Jungen schon wieder angeschmissen. Sprich, es wird bereits wieder Unkraut bekämpft sozusagen, bloß ohne uns momentan. Ich wollte eigentlich hier, nee, da auch nicht, doch da wollte ich hin und gucken, wie es denn unseren Fahrzeugen hier geht. Welches denn noch besonders übel aussieht. Und das ist die... Das ist die Spritze, sehe ich gerade. Okay. Und, ja, die Kuhnmaschinerie, die hier noch steht. Weiß ich, passe ich dazwischen durch? Eng, ne? Aber geht. Da würde ich sagen, den Kuhn, den machen wir noch eben. Die Spritze machen wir dann mal eine Runde hinterher. Und wir werden dann mal eine Runde, obwohl Unkraut drauf ist, aber der andere ja noch am Feld arbeitet wie wild, werden wir mal eine Runde Schrödinger legen, schmeißen, tun, werfen, wie immer ihr wollt. So, durch den guten Tepper können wir den Spaß reparieren, sehr schön. Passt also. Fahren wir das gute Stück auch gleich wieder zurück. Dann nehmen wir uns den freundlichen Streudinger dort. Und dann gehen wir dem Feld da... Sorry. Düngen wir das Unkraut auch eine Runde, was wir eigentlich vernichten wollen. Oder so ähnlich. Ja, nicht wirklich, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt ist es nämlich dann auch in Durchfahrtrichtung hier drin, das gute Stück. So. Und weg damit. Ja, Reusborn, um irgendwie mal zu entschuldigen. Tut mir leid, aber kommt mal vor. Mann, ist das wieder angenehm, mal eine Runde am Tag hier den ganzen Spaß zu machen. So, darf nicht zu schnell sein hier. So. Ich sollte auch vielleicht ein bisschen das Drehen üben. Hätte auch was, ne? So. Ja, wann ich da was wie machen kann oder düngen kann, das wird wahrscheinlich erst mit der nächsten Wachstumsphase an der Stelle kommen. Wachstumsgeschichte, wenn wir hier die Einstellungen sehen, ist, Quatsch. Steht wieder auf schnell sozusagen. Dafür steht die Zeit aber jetzt momentan auf einfach. Das ist der ganze Trick. Wir werden jetzt hier erstmal eine schöne Runde Vorgewände drum brettern. So. Ich fahre jetzt mal eine Runde so rum, mal sehen, wie das ist. Ich werde hier einfach eine normale Runde machen. Gucken können, hat es gewirkt sozusagen. Unkraut kurz ausmachen. Ne, wir brauchen die Wachstumsphase erst. Also, okay. Oder hatte ich das letzte Mal schon getestet? Mann, ich bin sprich durcheinander hier. Fahren wir mal den Spaß hier nochmal wieder zur Seite. Nur hier schön stehen bleiben, da. Moment. Wenn wir so stehen bleiben, bleibt sogar die Schranke auf, glaube ich, oder? Sieht so aus. So, der kann dann erstmal aus. So, was haben wir denn noch? Den Kollegen hier. Den Part hatten wir ja schon fast gedüngt, weil da die Stufe eine Runde mehr war. Hier sehen wir jetzt, was wir an Unkrautvernichtung ausüben gerade. Ja, das ist natürlich so die Geschichte. Was macht man wie denn zuerst? Theoretisch gesehen bräuchten wir mehr zum Unkraut vernichten, ne? Wenn man ehrlich ist. Wenn wir jetzt noch ein drittes Feld dazu nehmen, bräuchten wir eigentlich auch noch einen Traktor und noch was zur Unkrautvernichtung. Genau wie auch ein zweiter Streudünger nicht weg wäre. Kalk geht noch, weil die Felder zu unterschiedlichen Zeiten gekalkt werden müssen. Zwar bei jedem dritten Mal, aber es ist nicht der gleiche Dreierrhythmus, ne? Deswegen, okay, dann ich würde sagen, wir schauen mal im Shop. Ich hatte ja schon mal angedroht, dass wir eh noch einen Traktor brauchen. Das sind ja alles Kleinigkeiten, die man schon mal anschaffen kann, weil wir müssen ja auch was haben, was nachher beim Hof arbeitet oder so in der Richtung. Und da sehen wir das gute Stück schon. Den guten Fendt. So, schwarz. Front-Attacher. Ja, Front-Attacher ist richtig. Die Turbo-Variante ist richtig.
Zwillingsbereifung ist Quatsch. Michelin-Reifen brauchen wir auch nicht. Möglicher Frontanbau wäre nicht unpfiffig. So, das hat das ganze gute Stück 300 PS und wir kaufen es gerade. Kasching, weg ist es. So, was gibt es denn noch in Sachen Unkrautbekämpfung? Wir könnten natürlich nach Selbstfahrern gucken. Ich glaube, das war nur der Standard drinne. Ja, da habe ich jetzt nichts Größeres gemacht. Außerdem sind die Jungs so auch günstig ist was anderes, sagen wir es so. Ne? Wir gucken jetzt noch mal bei der Pflanzenschutzgeschichte so direkt. Das ist das gute Set, was wir jetzt ja eh schon haben. Ne? Seht ihr, 1 und 1, 24 Meter Arbeitsbreite, macht die Sache eigentlich ganz ordentlich und einen schönen Zusatztank dabei. Und kostet 34,5 insgesamt. Wenn man sich jetzt hier die Sets anguckt, ne, wir haben hier einmal das Kuhn-Set, das kostet 38. Das hat 2800 Liter, wie viel haben wir hier? Ja, sogar ein bisschen mehr. Die Jungs hier kosten natürlich gleich richtig Schöpse. Arbeitsbreite ist natürlich eine Ecke größer und die Tanks sind auch noch eine Ecke größer. Ja, so die Geschichte, ne? Steckt man schlecht drin. Ne? Ist die Frage, wie darauf die Helfer reagieren halt, ne? Wie gut oder schlecht sozusagen. Ja, der Hardy, der macht auch 24 Meter, der hat jetzt keinen Zusatztank. Der kostet 35. Er hat nur 1300, hat nur 21 Meter. Also der Hardy hört sich natürlich so nicht schlecht an. Aber im Prinzip könnte man hiervon ein zweites Set holen. Wir haben ja erst unkrautlos immer zur gleichen Zeit da. Wenn wir es auf allen Feldern haben, dann macht das Sinn und so viel Geld ist es nicht im Endeffekt. Ne? Also, ich kaufe jetzt das Zusatzset hier. So. Haben wir getan. Dann, ja, was wir sonst noch so brauchen für die Tierhaltung, das können wir noch mal gucken irgendwann. Ich würde sagen, wir haben jetzt gerade 140.000 ausgegeben. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und ich würde sagen, ich gehe mal hier über die Karte, über den Shop-Part. Weil hier unten müsste was stehen, da haben wir es doch. Und die setze ich jetzt erstmal zurück. So einfach ist es. So, dann schalten wir mal durch. Oh, da waren wir schon drin, ne? So schnell geht's. Da sind wir. Da sind wir einen guten Fan. Habe ich den jetzt extra mit einer Forsteinrichtung gekauft? Boah, anscheinend, okay. War nicht mein Plan gewesen. Sieht auch irgendwie komisch aus. Ich würde sagen, ich fahre mal ganz kurz zum Konfigurieren rüber und gucken wir das nochmal an. Er macht natürlich mit 61 hier richtig schöne Schritte. Ne? So macht natürlich dann ein. Ich fahre auch bescheiden und ramme hier meine ganzen Ballen weg. Naja, gut, dass wir die später eh selber aufladen müssen wieder mit dem Autoloader. Das geht dann zum Glück. So, die Besonderheit bei den guten Jungs hier ist, wir können hier hinten noch das Fenster schön aufmachen. So. Und wir können vorne noch schön das Fenster aufmachen. Ne? Aber ein bisschen Frischluftgeschichte. Hat auch mal was, oder? So, einmal aussteigen. Das ist auch falsch. Hilfe aus. Aussteigen. So, jetzt habe ich es. Jetzt gehe ich nochmal auf Konfigurieren. Hier kannst du deine Fahrzeuge anpassen und konfigurieren. Ja, da steht auch hier. Dafür steht er zu weit weg. So. Also viel genauer reinstellen kann ich ihn jetzt nicht. Da steht er auch. Konfigurieren. Forstversion. So ein Quatsch. Schön bisschen Chromteile dran, ist doch gut. Obwohl, ne, mir gefällt das Schwarze sogar besser im Endeffekt. Kostet auch nichts. Ist doch super. Ja, sehr schön. So sieht er wieder aus wie ein Fan, wie ich ihn gerne haben möchte. Motor an, ja, ist klar. Hat einen vernünftigen Sound, fährt vernünftig. So soll es sein. Habe ich ja auch schon in einigen Mod-Vorstellungen gezeigt und ist keiner von den langsamen Jungs. Ganz wichtige Geschichte. Karte ist eine Vierfachkarte, deswegen macht er natürlich jetzt hier auch nett Druck. Ne? So, dann holen wir uns mal den Gift-Part hier ab und
werden dann das Ganze mal auffüllen fahren. Das macht Sinn, glaube ich. So. Und dann können wir nämlich ihn anderen in Ruhe fahren lassen und mit ihm machen wir schon mal ein eigenes Vorgewende auf dem anderen Feld. So simpel ist es. Ich fahre diesmal mal, dass durch den Weg etwas größer ist. So. Genau. Wo habe ich denn den Giftspat hingeschmissen? Ja, ich weiß, ich brauche es nicht, wenn ich einen Helfer machen lassen würde. Aber ich mache es ja keinen Helfer, ich mache es ja selber. Deswegen fülle ich es auf. Wenn der Helfer dann dran ist, dann ist eh der Zukauf an. Dann macht das Ganze nichts. So, da haben wir natürlich hier wieder frisch den Guten am Start. Der MB-Truck hält uns die Türen offen sozusagen. Dann falte ich mal das frische Stück auseinander. Und dann werden wir hier mal ein bisschen mit dem Unkraut bekämpfen loslegen. Schön mit dem neuen Fan. So muss das sein. So, mal gucken, wie breit das Ganze wird. Aber ich glaube, das ist schon gar nicht so schlecht dimensioniert hier. So, ich habe das Zeug angeschmissen und wir sind unterwegs. Und da seht ihr auch die unfreundliche Farbe sozusagen, was grünen Pflanzen angeht. Ich werde hier mal eine Runde fahren. Habe ich das nämlich übergelassen? Ich glaube, da habe ich schon wieder einen übergelassen. Ich muss ein bisschen großzügiger über die Ecken fahren hier, damit ich die Sachen auch alle wegkriege. Wenn ihr euch fragt, warum wir gerade halten, ich habe hier... ich habe gerade den Part ausgemacht für den Autodrive, weil wir Autodriven ja gerade nirgends sind. Ne? So, hier schön die Kante lang. Wie gesagt, der andere fährt ja munter hin und her. Wenn der drüben fertig ist, werde ich, oder glaubt fertig zu sein, sagen wir es lieber so, dann werde ich ihn hier aufsetzen und dann werden wir mit ihm hier mal, weil wir ja den Fendt hier frisch neu haben, die Reifen auch schon gleich gut eingeklebt hier. Da werden wir mit ihm nämlich mal die Korrekturen fahren, was er übergelassen hat. Ja, durch das Unkraut bekämpfen seht ihr, dass wir hier drunter alles jetzt auch mal wieder hell haben. Das heißt, das gilt als Arbeitsschritt. Und damit sollten wir eigentlich hier düngen können auch hinterher. Deswegen versuche ich das natürlich jetzt auch möglichst schnell hier fertig zu machen. Damit wirklich schon mal einfällt, dass wir wieder düngen können. Weil hier haben wir ja noch gar keine Wachstumsphase sonst gesehen. Aber das kriegen wir hin. Das läuft, würde ich sagen. Das sieht schon mal gut aus. Guten Fan von der Seite. Das mache ich nur kurz. Ne? So sieht der gute Fan von innen aus. Wenn Licht anmachen, passiert hier drin nicht viel. Aber ihr seht schön, wie die ganze Kabine sich mitbewegt. Sieht man auch am Joystick da. Also das ist schon... Ne? Das läuft schon sozusagen. Das ist definitiv der richtige Kauf gewesen für den dritten Traktor. Wenn nämlich dann es nachher soweit ist und es heißt, wer sollte bei den Tieren, dann machen wir nämlich den Kompromiss. Weil ja einige gesagt haben, der MB-Truck ist ein bisschen laut, anderen war es okay. Einige sagen Kameraperspektiven. Ne? Wir haben uns jetzt entschieden, ihn zu behalten. Und trotzdem ein bisschen flexibler ihn zu fahren und vielleicht ein bisschen mehr die Außenansicht mal weiter weg zu nutzen, weil er dann leiser ist. Aber ich werde ihn dann wahrscheinlich zum Traktor machen, der für Feld 23 zuständig ist, wo wir dann halt ja unsere ganze Ballengeschichte und sowas machen. Und dann werden wir ihn da zur Tierversorgung nehmen sozusagen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, ja, der neue Fendt, ne? Ist wacker unterwegs, wie man sieht. Kämpft sich hier gut durchaus. Sieht gut aus. Was will man noch mehr? Schöner alter Fendt. Die modernen haben natürlich auch alle irgendwie was, aber ich muss sagen, ich fahre auch gerne mal einen Klassiker, sonst, ja, hätte ich wahrscheinlich auch nicht den Dings gefahren. Oh, das sieht aus, als wenn ich da schon wieder ein, zwei Pflanzen übergelassen hätte. Ist es auch so, oder gelten die als außerhalb vom Feld? Ne, die gelten als außerhalb vom Feld. Warum auch immer.
Da hat die automatische Unkrautvergabestelle sozusagen das für mehr auf dem Feld noch als Feld angesehen, aber wir beim Kämpfen leider nicht mehr. Sieht nicht so schön. Aber da müssen wir durch. So, ich fahre mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht habe ich dann die Übersicht ein bisschen eher. Der andere hat sich auf jeden Fall noch nicht gemeldet und er fährt auch noch. 10 km/h sehe ich da. Das heißt, er macht noch 30 die Unkrautbekämpfung. Der muss ja auch erst dann fertig sein, wenn wir mit dem Vorgewende hier durch sind. Das ist die einfachste Geschichte. Aber so läuft es erstmal. Ne? So. Ja. So muss das sein. Mit dem guten Fendt unterwegs. Fendt im Einsatz, wie wir jetzt hier sehen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt natürlich schon mal rausgefahren. Kommt doch mal, wenn man von der Seite guckt. Das klappt nicht immer. Wir sind aber leider schon am Ende der Folge, sehe ich gerade. So schnell geht das auch schon wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.